Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Wir spielen heute mal zusammen I Link to Rule the Gods, beziehungsweise ich zeige euch das mal. Weil ich spiele das seit einer heftigen Weile und dachte mir so, weißt du was, da mache ich jetzt einfach mal so ein kleines, aber feines Video drüber und zeige euch so mal, was da so geht. Vielleicht ist ja was für den einen oder anderen. Man kann es jetzt kostenlos auf Steam downloaden, nur damit ihr Bescheid wisst. Und fangen wir doch einfach mal an. Also das ist unser Gott, den kann man verändern, wenn man möchte. Ich habe es ein bisschen verändert. Gefällt mir noch nicht ganz, da fehlt noch was. Zum Beispiel sowas hier, so Cape oder sowas. Aber da bräuchte ich mehr Gottpower und die muss ich erst farmen. Dann kann man trainieren. Beziehungsweise ich fange einfach mal bei 0 an, bevor ich mit dem Training anfange. Am Anfang hat man nichts. Dann muss man einige Shadow Clones kreieren. Am Anfang kann man nicht ganz so viele kreieren. Da hat man eine Obergrenze. Und die kann man mit, je mehr Klone man erstellt, macht, kann man diese Obergrenze ausweiten bis zu der Oberobergrenze. Und meine Oberobergrenze ist, kann man hier bei Rebirth sehen, meine maximale Zahl sind 134.999. Die kann ich erhöhen, indem ich hier God Power spende. Da kann man dann immer mehr machen. Man kann sich viel für God Power holen. God Power kriegt man, sobald man Götter besiegt. Dann kommen wir zum. Gehe ich doch da mal hin. Ich habe jetzt schon einige Götter besiegt. Und ab einem gewissen Gott. Wir gucken mal hier. Ich glaube. Hier ab. Pontus Diana. Hier ab Isnagi kriegt man für jeden Gott, den man killt, einen God Power. Beziehungsweise man kriegt für jeden Gott, den man tötet, einen God Power. Und ab Isnagi kriegt man es nach jedem Rebirth, also nach jeder Neugeburt, kriegt man dann einen God Power. Und ja, ich habe jetzt schon, kann man hier in den, können wir mal in die Adder-Statistik gehen. Ich habe schon 24 Rebirths. Das Spiel ist komplett auf Englisch, aber das sollte kein Problem sein. Es gibt auch eine Story, da kann man dann alles nachlesen mit jedem Gott, den man besiegt. Leider ist die Geschichte noch nicht fertig, aber hier steht to be continued. Also gehe ich mal davon aus, dass da noch was kommt. Und hoffe mal, dass da was kommt, weil die Geschichte ist echt spannend und ich würde jetzt echt langsam mal gerne rausfinden, wie es weitergeht. Dann kann man Monster bekämpfen, um Battlepunkte zu sammeln. Battlepunkte werden dann 1:1 adaptiert auf die Attack Power. Hier sieht man, wie die Angriffsstärke zusammengesetzt wird. Einmal durch ein Viertel der Physical Power und durch die Hälfte der Creating Power. Das heißt, wir haben hier einmal die Hälfte davon plus. Ne, wir haben ein Viertel davon plus die Hälfte davon plus das da. Und das ist dann unsere Attack Power. Außerdem kriegt man durch das Bekämpfen von Monstern Divinity. Und Divinity ist sozusagen die Währung. Da kann man dann unter Create so Sachen kaufen wie Licht, Steine, was auch immer man gerade braucht, um die nächsten Creations herzustellen. Es gibt auch Achievements und für jedes Achievement, das erhöht den Multiplier, um dann später besser anzufangen, weil man muss ja auch irgendwie besser werden. Und je höher halt diese Multiplier sind, desto besser sind dann auch die Startstats, wenn man neu geboren wird. Und dann kann man schneller trainieren. Dann kann man Monumente bauen. Die geben dann auch nochmal Stats. Multiplikatoren. Dann kann man ab diese Monumente upgraden. Da kriegt man dann ein Rebirth-Stat. Dann wird es behalten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kann man einen Divinity Generator bauen, mit dem habe ich aber noch nicht so viel Erfahrung. Und später kann man einen eigenen Planeten machen. Aber dazu braucht man erstmal hier
Man muss Jupiter besiegen, um einen eigenen Planeten zu machen. Und es dauert noch ein bisschen, bis ich so weit bin. Dann kann man hier bei Special kann man selber kämpfen. Aber ich mache das immer auf Auto, weil so trainiert am besten. Je mehr man diese Skills dann trainiert hat, desto weniger Klone braucht man dann. Zum Beispiel hier brauche ich keine 455 mehr, sondern noch 360. Um diesen Skill zu trainieren, das kann man hier hinten bei dem Cap-Button recht gut einstellen. Da werden dann nur so viele Klone zugeteilt, wie maximal benötigt werden. Man kann natürlich mehr zuweisen, aber es lohnt sich nicht. Weil es nicht effektiver wird, wenn ich jetzt hier oben bei Running, wo ich nur einen Klon brauche zum effektiv trainieren, wenn ich da jetzt 1000 hinstecke, das wird nicht schneller hochgehen, die Zahl. Und das ist so, der erste Skill braucht 500, um den zweiten freizuschalten. Dann immer um 500 erhöht, also 1000, 1500, 2000 und so weiter und so fort, um den nächsten Skill freizuschalten. Dann kann man hier auf Skills, das kann man aber synchronisieren hier mit den Physical Skills, das sind dann die Mystic Skills. Beide Stats bringen eigentlich viel. Das Mystic bringt nochmal Defense und HP-Regeneration. Dann gibt es noch das The Ball Slayer, da bin ich aber auch noch nicht dran. Und dann haben wir Pets. Ich habe bis jetzt die Maus und Cupid freigeschalten durch das Götter besiegen. Die kann man trainieren, indem man Klone zuweist und hochlevelt. Oder man schickt sie auf Kampagnen, entweder auf also Wachstumskampagnen, um die Wachstumsstats zu erhöhen. Divinity Farm Kampagne, wo die dann Divinity farmen können. Essen, weil die Tiere müssen gefüttert werden. Je besser man die füttert mit besserem Food, desto höher werden ihre Stats. Im Moment habe ich noch von einem Event etwas Schokolade übrig. Das ist das Beste. Das kann man aber so nicht erlangen. Und ich fütter die halt damit und die kriegen halt gut Stats. Dann kann man Items farmen. Zum Beispiel Chakra-Pillen oder Godly Liquid oder einen Lucky Draw. Aber auf jeden Fall kriegt man Petstones und die Petstones, die möchte ich haben, weil ich würde ganz gerne ein Pet-Token haben, um mir ein weiteres Pet zu kaufen. Das zeige ich euch aber gleich noch. Dann kann man Level-Kampagnen machen, da haben die die hohen Level her. Die kriegen, glaube ich, 240 Level in 12 Stunden, was richtig nice ist. Dann kann man die Multiplayer erhöhen durch eine Kampagne oder God Power Farm. Und hier sieht man, es gibt viele Pets. Also ich glaube bis zum Slime. Ja, hier bis zum Slime. Da muss man den im Ball Slayer System später dann wahrscheinlich alles killen, damit man an den Slime kommt. Und ab dem Maul, das sind dann so Special Sachen. Oder hier die unteren, den Pinguin zum Beispiel, da braucht man ein Pet-Token für. Aber den Pinguin würde ich schon gern haben, weil ich finde, der sieht echt nice aus. Man muss schon sagen. Außerdem ist er gut in God Power Campaigns und ich möchte gern God Power farmen. Was gibt sonst noch groß zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Divinity, ja. Können wir ja mal ausprobieren. Dauert nur eine Stunde und so lange will ich euch nicht foltern. Deswegen beende ich das an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr denkt mal darüber nach, sich euch das Spiel zu holen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in einem der regulären Warband-Videos und bis dahin, auf Wiedersehen.